Countdown zur 118. Kieler Woche, dem größten Segelsportereignis der Welt. Ja, war ein schönes Welcome Race mit einer guten Windrichtung, dass wir Downwind aus dem Kieler Fjord rausfahren konnten. Und dann draußen war ein bisschen Reaching und jetzt hier war es hoch am Wind mit ein, zwei Wellen. Also nee, war ein schönes touristisches Rennen. Glatt Wasser, 10 bis 12 Knoten Maximum. Schöner Auftakt für die Kieler Woche. Bei der Auftaktregatta nahmen heute 130 Boote teil. Im sogenannten Welcome Race geht's von Kiel nach Eckernförde. Mehr als 3 Millionen Besucher werden in den kommenden Tagen nach Kiel kommen, um Promis wie Mirko Slomka, Trainer von Hannover 96, zu sehen. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Also ich bin das erste Mal hier auf der Kieler Woche und dann natürlich gleich mit 15 Damen an Bord dieses wunderschönen Schiffes hier zu sein. Schon eine Herausforderung jetzt für mich, weil ich ja jetzt nicht aus der Segelbranche komme. Das ist die All for One, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Kieler Woche TV. Hier ist Florian König. Wie immer ist die Kieler Woche das große Treffen der Promis unseres Landes. Freust du dich drauf auf diesen abenteuerlichen Tag? Ja, freuen tue ich mich auf alle Fälle. Aber es ist halt was Neues, totales Neuland. Ja, schon ziemlich groß auch. Aber wir haben jetzt gerade beruhigt festgestellt, es sind genügend Leute da. Wenn wir irgendwas nicht zusammenbringen, die uns dann rausreißen. Bei wechselnden Winden fanden heute Regatten in den olympischen Klassen Laser, 470er und 49er statt. Insgesamt war dieser erste Tag im 130. Jahr der Kieler Woche traditionell von regnerischem Wetter und böigen Winden bestimmt. Morgen soll es ähnlich werden. Ein Riesenspaß für die Segler war das heute auf jeden Fall.